geliebt zu werden, und er kann von da aus höher aufsteigen, wenn er will. Du kannst ihm sogar direkt sagen, dass du nicht an sein Spiel glaubst, tu dies, während du seine Wunden verbindest, ihn mit Essen versorgst oder ihm Geld gibst. Handle nicht so, als seist du ihm überlegen, du bist es nicht, du bist ihm ebenbürtig. Beachte die Sünde nicht und liebe den Sünder. Es ist keine persönliche Beleidigung für dich, wenn jemand mit dir nicht einig ist, es ist ein Maßstab für seine Schmerzen. Er zeigt dir, wie sehr er leidet und wie viel Mitgefühl er nötig hat. Aber vergiss nicht, dass nicht alle Opfer unschuldig sind. In einem gewissen karmischen Sinn ist kein Opfer unschuldig, aber das heißt nicht, dass wir ihm nicht helfen sollten, denn es ist unser Schicksal, in einer Beziehung zu ihm zu leben. Und wie wir uns verhalten, bestimmt unser eigenes Karma. Aber wir sollten in einer Art helfen, die für uns keine Bindung an tiefere Schwingungen ergibt. Das heißt, wir sollten geben, was wir selbst an Gutem oder Bösem in den gleichen Umständen zu bekommen erwarten, und mit dem Wissen beginnen, dass alle Wesen gleichwertig sind. Solange wir noch glauben, dass es Menschen gibt, die größer oder geringer als wir selbst sind, werden wir dazu neigen, nur noch fester an unserer gewohnten Schwingungsebene zu hängen. Wir werden an die Menschen gefesselt sein, die uns das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Wir werden festgefahren sein in unseren Ideen, unseren emotionalen Gewohnheiten, unseren Berufen, unseren Körpern. Wir werden Angst haben, uns zu wandeln, weil wir die Erfahrungen der Labilität fürchten, die wir haben, wenn wir versuchen, eine höhere Ebene zu erreichen. Wir werden Angst haben, auf eine tiefere Ebene zu fallen, wenn wir unsere gewohnte Stabilität aufgeben. Wenn du einmal anfängst, dich in dem Wissen zu verhalten, dass kein Wesen größer oder geringer ist als du, dann bist du frei, dich zu wandeln, denn du wirst dich stabil fühlen, unabhängig davon, auf welcher Ebene du dich befindest. Du wirst dich ruhig und deiner selbst sicher fühlen, ob mit oder ohne Körper, ob mit oder ohne Beruf, Gehirn, ein Buch zum Lesen oder ein Buch zum Schreiben. Wenn wir unser Gewahrsein vom Ausdehnen anderer abwenden und unsere Aufmerksamkeit auf das Zusammenziehen anderer richten, binden wir uns an die Welt der Materie. Es ist beruhigend zu wissen, dass dieser Vorgang, aufgrund dessen wir zunächst einmal in Körpern inkarniert wurden, auch in unserem täglichen Leben abläuft, und dass er sehr leicht umgekehrt werden kann, und zwar jetzt. Es ist eine hübsche Wahrheit, dass der Weg, der dich von deiner Pein auf der physischen Ebene befreien wird, dich auch zu der höchsten geistigen Verwirklichung führen wird. Und es ist ein einfacher Weg, kein Widerstand.